Hi Leute, ich bin's Albert von WindowsArea.de und heute zeigen wir euch eine App, mit der ihr von eurer Xbox One die Inhalte auf euer Windows 10 Mobile Smartphone streamen könnt. Das ging ja vor einigen Monaten bereits mit Windows 10 Mobile, mit der offiziellen Xbox App, aber Microsoft hat das Feature dann auch aus dem FastStream entfernt und mittlerweile ist es in einer anderen App aufgetaucht und zwar zeige ich das jetzt her auf dem Xbox Developer Mode Companion. Also das ist jetzt die App, die war kurze Zeit lang, beziehungsweise sie ist immer noch im Windows Store verfügbar, allerdings nur für den Windows 10 Desktop. Sie ist aber für Windows 10 Mobile kompiliert, wie man der Beschreibung entnehmen kann. Und das bedeutet, sie kann auch unter Windows 10 Mobile ausgeführt werden. Was wir dann natürlich gemacht haben, wir haben die Dev Mode Companion App heruntergeladen auf dem PC, den Traffic analysiert, uns den Link aus dem Fiddler rausgesucht und dann einfach die App auf Windows 10 Mobile installiert. Das ging ziemlich schnell, 5 Minuten Arbeit. Und damit ihr euch das nicht antun müsst, werden wir in der Beschreibung dann auch einen Link dazu hinzufügen. Aber jetzt mal wirklich zur App. Jetzt starten wir die mal und ihr seht dann auch schon einen Link zur Xbox One, beziehungsweise hier die IP-Adresse. Die beiden Geräte müssen im selben Netzwerk sein und das liegt eben. Ja, hier seht ihr auch schon, dass die App auch nicht gerade gut für Windows 10 Mobile optimiert ist, also eigentlich gar nicht, sondern nur für Windows 10 Desktop. Und ich drücke jetzt einfach hier mal den Connect-Button. Und jetzt taucht auch auf der Xbox One auf, dass der Inhalt gestreamt wird. Und so, und ihr hört schon die Musik von Rocket League, das jetzt hier im Hintergrund gestartet ist. So, das läuft jetzt einfach auf dem Smartphone. Ich werde jetzt ein bisschen so, mit einer Hand bzw. mit beiden Händen hier versuchen, hier herum zu navigieren und ihr seht auch, dass die Inhalte relativ flüssig von der Xbox One zum Smartphone übertragen werden. Also das ist wirklich Livestreamen. Wieso das bei mir funktioniert? Beide Geräte sind im selben Netzwerk, das ist selbstverständlich. Und das nächste ist, es ist ein 5 GHz Netzwerk, deswegen funktioniert das auch so flüssig. Und wenn ihr ein 2,4 GHz Netzwerk habt, dann wird das vielleicht ein bisschen laggen. Ich zeige das jetzt gleich mal her anhand von Rocket League. Dazu lege ich das Smartphone hier an den Boden. So, und jetzt starte ich mal das Game und suche mir mal ein Match aus. Ich schalte das jetzt ein bisschen leiser. Und ihr seht hier auch, die Inhalte werden direkt, also von der Xbox One übertragen, auch eben die Musik, was ich ziemlich toll finde, also generell der Sound. Es funktioniert grundsätzlich wie auf dem PC, wie ihr es schon seit einigen Monaten von der Windows 10 Xbox App kennt. Unter Windows 10 Mobile ging das bisher nicht. Jetzt ist das schon möglich. So, und jetzt bringe ich mich in eine komfortablere Position, damit ich hier auch was sehe am Display. Es ist wirklich klein. Es ist eigentlich wirklich schwer, das zu spielen. Okay. Also ich versuche das jetzt wirklich hier ohne Schummeln alles am Handy zu spielen und versuche hier mein Bestes, boah, nicht das eigene Tor zu treffen, was mir beinahe gelungen wäre. Also das eigene Tor zu treffen in dem Fall. Das war schon knapp. Und das war ein Zufallstreffer. Also auf dem Smartphone, jetzt sehe ich schon ein bisschen ein paar Pixel, ist dann schon ein bisschen eine fehlerhafte Übertragung. Aber es ist spielbar jetzt. Natürlich muss ich mich doppelt so viel konzentrieren wie am PC, um hier überhaupt etwas zusammenzubringen. Man kann hier eigentlich nur passiv auf den Ball warten, während alle anderen Spieler hier um den Ball kämpfen. Oh shit. Ja, okay, gewinnen werden wir das Match auch wegen mir nicht. Aber das war dann schon sehr blöd. Schauen wir mal zu was anderem. Vielleicht Forza, oder? Okay, das ist jetzt ganz toll. Lieber dann doch FIFA.
das am Smartphone natürlich dann noch ganz viel lustiger ist. So, wenn ich jetzt drauf tippe, jetzt bin ich erst kürzlich drauf gekommen, kann ich disconnecten, ausschalten und ich kann auch hier den Vollbildmodus aktivieren, was super praktisch ist. Dann sehe ich noch ein paar Millimeter mehr vom Display, als ich jetzt in der Lage bin zu sehen. Ich denke, FIFA wird ziemlich unspielbar sein auf dem Smartphone, aber das wollen wir mal ausprobieren. Also es gibt schon ein paar Verbindungsprobleme, wie ich eben gerade gesehen habe. So, jetzt ist wieder das Streaming gestartet. Passiert immer wieder, dass das Smartphone die Verbindung abbricht aus irgendeinem Grund. Leider. Weswegen auch immer. Das kann ich mir jetzt auch eigentlich selbst nicht erklären. So, schon wieder. Bei mir auf der Xbox wird jetzt wieder Streaming beendet angezeigt. Jetzt funktioniert es wieder. So, jetzt ist es wieder da am Smartphone. Im Prinzip kann man sagen, wenn man keinen Sound mehr hört, läuft nichts mehr. Und jetzt schon wieder. So, das war es auch schon wieder mit der Verbindung. Jetzt bin ich, glaube ich, ins Ausgelaufen, deswegen. Natürlich. Das hat ganz toll funktioniert. Ich glaube, ich starte jetzt lieber mal die App neu. Vielleicht geht es ja danach besser. So, hier ist es wieder. Perfekt. Vielleicht funktioniert es dann für ein paar Minuten wieder. Aber hört sich auch nicht sehr beeindruckend an. Also abseits hätte ich jetzt nicht gesehen. Also es ist wirklich sehr schwer, was zu spielen. Ich glaube, das liegt daran, dass Microsoft noch ein bisschen an dieser App arbeiten sollte. Und vielleicht auch, dass gar nicht so der Zweck dieser App ist, die wir jetzt ja im Prinzip zweckentfremdet hätten. Vielleicht ist auch mein WLAN-Signal schwach, was auch immer es ist. Perfekt funktioniert es nicht. Und das ist ja auch ein bisschen schade. Aber es wäre schon ein sehr tolles Feature, wenn man jetzt auf der Xbox. Also die Spiele einschalten kann, dann auf den Fernseher umschalten und ja, das Smartphone im Schoß hat, den Xbox-Controller vor sich und dann auch Forza oder FIFA zockt. Natürlich macht das Ganze jetzt nicht so viel Spaß wie auf dem Fernseher, wenn man 10 cm vor dem Display sitzen muss, um ja, irgendwas zu erkennen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es auf einem Lumia 950 XL zum Beispiel auch ein bisschen besser ist als hier auf dem 5 Zoll kleinen Xiaomi Mi 4. So, das war's auch schon von mir und von der Xbox One Dev Mode Companion App. Die könnt ihr euch, wie gesagt, dann unter dem Link in der Beschreibung auf windowsarea.de herunterladen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!